Kann autonomes Fahren die Welt verbessern? Wie bewegen wir uns fort in einer schönen Zukunft mit dem Fahrrad, mit der Bahn oder zu Fuß? Oder doch mit dem Auto? Autos stehen im Stau. Autos bauen Unfälle. Und sie machen Lärm und stinken. Autos verbrauchen viel, viel Platz. Ganz viel Platz. Im selbstfahrenden Auto können wir während der Fahrt arbeiten. Wir können schlafen. Wir können knutschen. Oder Zeitung lesen. Aber ist das wirklich die tolle Innovation? Verbessert das die Welt? Lesen während der Fahrt kann ich bereits heute in Bus und Bahn. Doch auch hier ist das autonome Fahren interessant. Autonom fahrende Autos sollen nicht einfach die bestehenden Autos ersetzen. Es gibt ganz neue Möglichkeiten, die Vorteile von Bus und Bahn mit denen des Autos zu verknüpfen. Gerade auf dem Land. Autonome Fahrzeuge schließen Lücken in Bus- und Bahnnetzen. Sie kommen zu dir nach Hause, holen dich ab, sammeln vielleicht noch andere Leute ein und bringen dich zur nächsten S-Bahn-Station. Das macht Bus und Bahn beliebt. Kombiniert mit einem fahrscheinlosen Nahverkehr wäre das perfekt. Autonome Fahrzeuge bringen also Bus, Bahn, Carsharing und den individuellen Autoverkehr näher zusammen. In der Stadt vernetzen sie Ziele und Umsteigepunkte. Immer der schnellste Weg. Und nach der Fahrt können sie sich sofort zum nächsten Fahrgast bewegen. Das Auto wird nicht mehr, wie bisher, nur eine Stunde am Tag bewegt, sondern rund um die Uhr. Jedes autonome Fahrzeug kann alleine Parkplätze und Parkhäuser aufsuchen. Und so vermeiden wir dann auch die vollgeparkten Straßen. Stell dir nun einmal vor, Innenstädte und dicht besiedelte Wohngebiete ganz ohne parkende Autos und was man dann so alles mit dem neu gewonnenen Platz alles machen kann. Kann autonomes Fahren die Welt verbessern? Ja, es kann.